Sebastian Hilser, zunächst mal 5:2. Glückwunsch. Dankeschön. Sebastian, ich habe die Frage dem Trainer, dem sportlichen Leiter, deinen Mitspielern alle gestellt. Ihr habt denn das letzte Spiel Meister mit einer Mannschaft, wo 3-4 Spieler heute in anderen Vereinen spielen. Ja. Und es kommen 3-4 dazu. Was war der Unterschied heute? Ja gut, ich meine, die Abgänge zu verkraften ist erstmal relativ schwierig und dann die neuen Spieler zu integrieren und dann wieder zu der Form oder zu der Mannschaftsform zu finden, wie wir sie in der Rückrunde jetzt hatten, in der Vorsaison, ja. Das ist eigentlich das Schwierigste, das dann zum ersten Punktspiel heute auf den Platz zu bringen. Also ich bin total überrascht, weil ich habe die Vorbereitung zwar nur medial verfolgt in der Presse, die unterirdisch war. Und meine Devise war auch immer, lasst doch mal das Punktspiel kommen, weil da kommt es drauf an. Ich meine, in der Vorbereitung haben wir viel ausprobiert. Wir hatten Gastspieler dann teilweise, die mitgespielt haben. Wir haben Leute auf Positionen gehabt, wo sie wahrscheinlich noch nie gespielt haben. Die Vorbereitung ist immer so ein bisschen, ja, muss man separat beurteilen zur Punktrunde dann. Ja, es zählt, wie gesagt, zum ersten Punktspiel, was da für eine Leistung auf den Platz gebracht wird. Und da hat man dann gesehen, zu was wir in der Lage sind. Die zwei Klassen, ich meine, LC ist ja auch aufgestiegen. Ja. Hat man die Etage höher jetzt schon, ich meine, du kennst das ja auch, hat man das gemerkt, auch heute ist das Tempo dann höher wieder? Ja, es ist auf jeden Fall ein schnelleres Spiel. Die Spieler sind auch technisch ein bisschen stärker. Man hat auch gesehen, wenn man Erlensee den Platz lässt, dann kommen sie gut ins Spiel und können kombinieren. Und da wird es dann schwer, das auch zu verteidigen. Aber wir waren eigentlich 90 Minuten fast immer am Mann gewesen. In den Zweikämpfen haben wir auch, ich würde sagen, fast alle gewonnen. Ja. Und das ist dann halt der Unterschied, wie man so einen Spieler für sich entscheiden kann. Was mir gut gefällt, ist eben nicht, weil ihr jetzt 5:2 gewonnen habt, sondern die Mischung in der Mannschaft. Ne? Jetzt sind so, wenn man dann sieht, wie die Jungen dazukommen, so ein Bacher, das ist ja erstaunlich, ne? Wie die sich da quirlig und da reinfühlen. Ja. Ne? Ja gut, es ist wichtig, dass junge Leute nachkommen. Ne? Also ewig können ich oder Fuhrt oder so nicht mehr spielen. Ja. Oder auch ein Fischer. Ja. Also ist schon wichtig, dass da Junge nachkommen und auch die Leistung bringen können. Gehen wir nochmal kurz auf den Zampalas. Ich bin auch vom Zampalas überzeugt gewesen. Aber es gibt halt Gründe, wenn man ihn nicht mehr halten kann. Jetzt haben wir wieder vorne drinnen, wobei sich der André Kolczak natürlich auch sehr gut gesteigert hat. Ich habe letztes Jahr erst die Anfangsphase nicht mehr gesehen, wo ich gedacht habe, Mensch, der kann die Bälle nicht festmachen. Dann Toren, das war auch heute wieder ein Schlüssel zum Erfolg, der André. Ne? Wie alle. Ich meine, ein André jetzt mit dem Lucky zu vergleichen, Nein, nicht vergleichen, einfach nur von Sturm her, wie den Kofi Asamoah. Ja, na gut, Kofi ist so ein kleiner Strafraumschirmer, ne? Bullig, hält einen Ball oder kann einen Ball halten. Aber ganz wichtig, ne? Ganz wichtig. Ja, klar, so Leute braucht man auch. Ja. Ist ein anderer Spielertyp wie der Lucky, der mehr entgegenkommt, mehr ins Spiel mit einbezogen wird. Kofi ist wirklich so ein Prellbock, den man vorne reinstellt, dann im Strafraum da seinen Körper reinstellen kann und auch zum Torerfolg kommen kann. Dann, ne? Der Lucky natürlich tut er weh. Aber es ist halt nicht zu machen, ne? Wenn es nicht geht, geht's nicht. Nee, wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist dann auch nicht irgendwo die Entscheidung von uns Spielern. Wir müssen es so hinnehmen, aber ja. Klar, es gilt natürlich, einen Kofi da bestmöglich ins Spiel zu bringen. Fandet den Winter der Torwart? Ja. Ich fand gut, wie der Junge sich heute gemacht hat. Natürlich. Kam auch rechtzeitig raus. Ja. Auch wenn man dann sagt, gut, beim zweiten Tor, aber das kann man jedem anderen auch anheften, ne, dass ihr nicht zugepackt habt. Unterm Strich kann man so einem Jungen doch mal gratulieren, ne, dass er sein Mann steht. Fall. Hat er gut gemacht heute. Da haben wir keine Angst haben. Fehler hin oder her, ja. Ich meine, natürlich war es ein Foul gewesen. Man lernt dazu und wenn ein Fehler passiert, ja, als Torwart kann man den meistens nicht mehr rückgängig machen. Ja. Wenn jetzt vorne ein Stürmer einen Ball verliert und einen Fehler macht, sind halt nur mal noch 10 dahinter. Oder? Kann er halt nicht wieder gut machen dann. Und, ja. Aber war ein super Spiel von ihm und darauf muss er aufbauen, die Fehler abhaken, schnellstmöglich. Und schon nichts aus. Servus, Fokus schon. Sebastian Hilsemer, Allensee, dieses Sportzentrum und der Rasen, was war das? Ist das Feinkost? Ist das Teppich? Das ist ein Teppich. Also macht Spaß. Stellt man sich vor, da macht Spaß Fußball zu spielen, bei dem Wetter dann auch. Aber am Donnerstag im Training, Pfaffenbrunnen, Rasenplatz. War auch sehr gut. Finde ich auch. Klar, aber mit der gepflegt wird. Das müsste halt auch unsere Spielstätte sein. Ne? Gut, aber da wollen wir hinkommen. Ja gut, da müssen wir hinkommen. Ne? Also auf jeden Fall, wir sind am Arbeiten. Ne? Das machen wir dann. Wir sorgen dafür. Nee, aber das, ja, ist, klar. Das ist so eine Voraussetzung. Absolut. Wenn man in der Gruppenliga ist, dann muss man so ein Sportgelände auch haben, finde ich. Ja? Also, ja. Sonst kann man den Fußball nicht spielen. Nee, ja? Brauchen wir nicht reden. Wenn es auf Lacker ist, dann ist halt nun mal auch nicht viel möglich. Da wünsche ich dir für die nächsten Spiele natürlich und der ganzen Mannschaft alles Gute, Sebastian. Dankeschön. Und stellt euch auch, wenn wir dann wieder mal hängen. Ich begleite mal so gut ich kann, weil bewegte Bilder sind immer gut. Freut uns. Nee, mich hat es auch gefreut, weil die Mannschaft kompakt war. Und da kann man mal ein Gegentor mal schlucken und dann geht es wieder weiter. Und was mich gut finde, ihr seht leider Gottes bei zu vielen Mannschaften, die winken ab.
ab, wenn du mal einen Fehlpass machst oder andere. Sowas ist für mich abartig. Nein, das bringt ja auch nichts. Ich meine, Fehler sind gemacht oder sind da, um gemacht zu werden, sage ich immer. Und man muss daraus lernen. Und ja, ich sag mal, wenn heute ein Fehler passiert ist, dann hat man auch gesehen, dass wir Charakter gezeigt haben und auch wieder ein Tor gemacht haben. Ja, apropos Tor, gehen wir mal unseren Künstler. Das erste Tor, typisch Bayern. Ja gut, das war natürlich Weltklasse. Also viel besser kann man es nicht brutal machen. Brutal, ne? Er hat eigentlich die Gegner stehen lassen wie so Pylonen und perfekt abgeschlossen. Also passt natürlich rein, ne? Eine Klasse für sich, wenn er Lust hat. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ja gut, aber ihr seid schon, glaube ich, da dran, da, wenn er mal im Spiel... Ja, da muss man schon ab und an ein bisschen hinterher sein. Aber man sieht so, was er fähig ist. Und es ist eigentlich schade, wenn er sich dann manchmal selbst im Weg steht. Ja, schon klar. Ja, schon klar. Sebastian, danke mal fürs Interview. Und dann weiter so. Tut mir gut, mal am Anfang mal gleich mal den Kritikern gezeigt. Wir sind da. Natürlich. Und Spaß macht's allemal, ne? Na klar. Okay, dann weiter so. Danke dir.